Ihr werdet sie sehen, liebe Auge. Was wir heute präsentieren, beziehungsweise unsere Kinder und das, was mit den Kindern im Moment in der Ukraine passiert, auch. Und vor allem das wichtigste Recht eines Kindes auf Leben. Ein Recht, das Russland mindestens 483 ukrainischen Kinder genommen hat. Und das sind nur die Zahlen, die wir mit Sicherheit kennen. We just should keep moving forward and finding the ways how to get back all those children who were kidnapped and all those who were displaced, internally displaced and externally displaced. So we don't have the right to get used to this war. Diese Aufstellung ist nicht eine normale Aufstellung. Was ich zeigen möchte ist, es gibt Krieg ganz daneben uns, in ein paar hundert Kilometer gibt es Kinder, die sterben, Kinder, die leiden, die komplett traumatisiert sind. Ich habe es selber gesehen, weil ich in Kiew war im April. Kinder, die nicht schlafen können, die keine Unterstützung, psychologische Unterstützung, weil es ist nicht möglich, sie schwer zu finden. Ich habe gesehen, und ich habe den Beweis, dass eine ganze Generation von Kindern wird diese Trauma bis am Ende ihres Lebens haben. Children in war, children that had to flee their houses because of the constant shellings of the Russians, children who still live under the shellings and can die any moment, children who had an opportunity to find a safer place. It's about children, it's about our future, and it's about humanity.